Die rote Koralle und ihre Wirkung. Hallo, mein liebes Kristallwesen. Heute erfährst du alles rund um die Wirkung der roten Koralle, wie du sie anwenden und pflegen kannst. Außerdem ganz viele weitere interessante Fakten zu diesem wundervollen organischen Material. Zuvor aber eine kleine Einleitung. Rote Koralle, auch bekannt als Meeresschatz oder Blut des Meeres, ist eine organische Substanz, die aus den Skeletten von Korallenpolypen gewonnen wird, die in den warmen und tropischen Meeren der Welt leben. Die charakteristische leuchtend rote Farbe der roten Koralle hat schon seit Jahrtausenden die Menschen fasziniert und ihre Eigenschaften wurden in vielen Kulturen geschätzt. Die Hauptvorkommen von roter Koralle finden sich im Mittelmeer, im Indischen Ozean und im Pazifik. Rote Koralle ist bekannt für ihre vitalisierenden und schützenden Eigenschaften und wird häufig in der Schmuck- und Heilkunst eingesetzt. Bevor es weitergeht, möchte ich dich einladen, auch unseren neuen Online-Shop einmal zu besuchen. Dort findest du viele verschiedene handverlesene Trommelsteine bester Qualität und andere schöne Dinge. Den Link mit einem Neukundenrabatt findest du unten in der Videobeschreibung. So, lass uns weitermachen und zur Wirkung von roter Koralle auf die Psyche kommen. Rote Koralle wirkt positiv auf die Stimmung, fördert die Lebensfreude und die Leidenschaft. Sie unterstützt bei der Überwindung von Ängsten, insbesondere von Existenzängsten, und hilft, mehr Vertrauen ins Leben zu entwickeln. Rote Koralle stärkt das Durchsetzungsvermögen, die Willenskraft und die Entschlossenheit und hilft dabei, eigene Grenzen zu erkennen und diese zu wahren. Sie fördert die Aktivität und die Energie, um Ziele zu erreichen und Hindernisse zu überwinden. Wirkung der roten Koralle auf den Körper. Auf körperlicher Ebene kann rote Koralle das Immunsystem stärken, die Durchblutung fördern und die körpereigenen Abwehrkräfte unterstützen. Sie wirkt besonders positiv auf das Herz-Kreislauf-System und kann helfen, Blutarmut und Blutdruckprobleme zu lindern. Rote Koralle unterstützt auch die Regeneration von Knochen, Muskeln und Geweben und kann bei der Heilung von Wunden und Entzündungen unterstützend wirken. Die Anwendung der roten Koralle. Rote Koralle kann auf verschiedene Weise angewendet werden. Zum einen kann sie als Schmuckstück wie Ketten, Armbänder oder Ringe getragen werden, um ihre vitalisierenden und schützenden Eigenschaften stets bei sich zu haben. Zum anderen kann man rote Koralle auf betroffene Körperstellen auflegen oder direkt auf die Haut legen, um Schmerzen und Entzündungen zu lindern. Bei Meditationen kann die rote Koralle in der Hand gehalten oder auf das Wurzelchakra gelegt werden, um Durchsetzungsvermögen, Energie und Lebensfreude zu fördern. Mythen und Geschichten rund um die rote Koralle. In vielen Kulturen wurde rote Koralle als heiliger und magischer Schatz verehrt, der Schutz, Vitalität und Lebenskraft vermittelt. Die alten Griechen und Römer glaubten, dass rote Koralle das Blut der Götter sei und ihnen besondere Kräfte verleihen würde. In der chinesischen Kultur galt rote Koralle als Symbol für Reichtum, Erfolg und langes Leben. In vielen indigenen Kulturen wurde rote Koralle auch als Schutzamulett getragen, um negative Energien und böse Geister abzuwehren. Chakren und Sternzeichen der roten Koralle. Rote Koralle wird dem Wurzelchakra zugeordnet, welches sich am unteren Ende der Wirbelsäule befindet. Durch ihre Wirkung auf das Wurzelchakra kann rote Koralle das Gefühl von Sicherheit, Stabilität und Erdung fördern. Sie unterstützt das Urvertrauen und hilft dabei, sich im Leben verankert zu fühlen. Dem roten Koralle wird das Sternzeichen Skorpion zugeordnet, welches vom 23. Oktober bis 21. November stattfindet.
Sie unterstützt die leidenschaftlichen und entschlossenen Skorpione dabei, ihre innere Stärke und Durchsetzungskraft zu entfalten und ihre Lebensenergie zu steigern. Rote Koralle. Pflege, entladen, aufladen, reinigen. Da rote Koralle ein empfindliches organisches Material ist, sollte sie mit besonderer Vorsicht gepflegt und gereinigt werden. Um die energetischen Eigenschaften der roten Koralle zu erhalten und zu reinigen, solltest du sie regelmäßig, etwa einmal im Monat, unter fließendem, lauwarmem Wasser entladen. Achte darauf, den Stein nicht zu lange im Wasser zu lassen, da dies seine Oberfläche beschädigen könnte. Zum Aufladen eignet sich Mondlicht, vorzugsweise in der Nacht des Vollmonds. Alternativ kannst du die rote Koralle neben einer Bergkristallgruppe oder einer Amethystdruse platzieren. Die regelmäßige Pflege und Reinigung stellen sicher, dass die rote Koralle ihre positiven Eigenschaften und Energien behält. Danke, dass du bis hierhin zugehört hast und die wundervollen Eigenschaften der roten Koralle kennengelernt hast. Ich wünsche dir alles Liebe und viel Licht, dein Kristallengel Ariel.